CC75 Shadow 2 im Vergleich zu CC75. In den Kommentarfunktionen wurde immer wieder mal so ein bisschen gefragt, Griffgröße und so weiter, Shadow 2 gegenüber zum Beispiel der SP01. Nun, mit der SP01 kann ich es leider nicht vergleichen, da ich keine habe. Ich habe aber meine CZ75 Ursprungsversion. Und zwar die hier. Der Griff dürfte eigentlich weitestgehend derselbe sein, weil der wurde über Jahre hinweg nicht verändert von CZ. Dass man ihn sehr, sehr gut mit dem der Shadow 2, denke ich mal, vergleichen kann. Ein Riesenvorteil bei der CZ75-Plattform ist ganz einfach, man hat ein zweireihiges Magazin mit einem sehr kompakten Griff und damit macht es diese Waffe sehr gut geeignet für Menschen, die kleine und mittlere Hände haben. Ich habe aber selbstredend auch die Möglichkeit, über die Änderung der Griffschalen natürlich den Griff entsprechend in der Breite oder in der Tiefe zu verändern, um sie dann natürlich auch an große Hände anzupassen. So, so viel zur Vorgeschichte. Wir machen mal einen ganz kurzen Vergleich. Wie sieht denn die Shadow 2 größentechnisch aus, wenn ich sie zum Beispiel jetzt in den Kasten für PP3 einstecke? So, wir haben hier den Holzkasten. 220x140x40. Wir packen mal meine CZ75 rein. So, sie ist drin. Ihr seht, wir haben vorne haben wir noch so 1,5 cm Platz zwischen Mündung und Kasten. Ja, also ich sag mal, für PP3 auf jeden Fall soweit zugelassen. Wie verhält es sich denn jetzt bei der Shadow 2? Hier ist sie. So, und ihr seht, wir haben schon bedeutend weniger Platz. Das ist jetzt auch mitunter dadurch bedingt, weil die Shadow 2 hier hinten einen relativ weit rausgehenden Beavertail hat. Ähnlich wie bei den 1911er Plattformen. Ja, ihr seht, wie weit hier der Beavertail in den Daumenbereich hineinragt. Im Vergleich jetzt hier zur klassischen CZ75. Der zweite Aspekt bei der CZ75 gegenüber Shadow 2 ist jetzt, sage ich mal, tatsächlich der Griff. Wir halten sie jetzt mal wirklich side by side und wir sehen, dass hinten einmal durch den Beavertail und zweimal durch das Checkering vorne und hinten der Griff der Shadow 2 ein klein wenig dicker ist. Der ist ein bisschen größer. Und das sieht man eigentlich auch, wenn ich jetzt meine CZ75 nehme, wie gut ich eigentlich hier noch an den Abzug drankomme. Ihr seht natürlich jetzt hier, ich komme zwar an den Abzug dran, aber Double Action Bereich ist es grenzwertig, ja, für meine Fingergröße. So, Single Action, absolut kein Thema, da kommt man natürlich butterweich dran. Selbstredend haben wir hier natürlich auch einen massiven Gewichtsunterschied. Das darf man auch nicht vergessen. Die Shadow 2 ist eine reinrassige Sportpistole. Die CZ75, also meine eigene, ist eine Dienstwaffe vom Ursprung her. Sie ist natürlich jetzt auf Sport umgelegt worden, umgebaut worden, aber sie ist eigentlich vom Konstrukt her eine reine Dienstpistole. Ein weiterer Unterschied ist natürlich auch die meine Version der CZ75, es gibt noch eine davor, die hat einen kürzeren Dustcover, endet der Dustcover hinter der Mündung. Bei der Shadow 2 ist er durchgehend bis vorne an die Mündung dran. Beide liegen hervorragend in der Hand und lassen sich sehr, sehr gut schießen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bevorzuge natürlich diese hier, das ist ganz klar, das ist meine erste Pistole gewesen, die ich jemals gekauft habe. Das ist mein Baby, mein Schnuggi, mein Schatzi und die gebe ich auch so schnell nicht her. Die müsste man mir schon tatsächlich aus meinen kalten, toten Händen entreißen. Hätte ich die Wahl zwischen vielen Kanonen, die ich bereits besitze, und einer Shadow 2, ich glaube, ich würde mich tatsächlich für eine Shadow 2 entscheiden. Ich finde das Ding einfach nur absolut Hammer. Die liegt sehr gut in der Hand. Die hat einen sehr aggressiven Griff durch die gecheckerten Alu-Griffschalen. Vorne das Checkering, hinten das Checkering. Aber es ist nicht zu dominant. Man hält die Waffe sehr gut in der Hand, die liegt einfach saugeil und die liegt unwahrscheinlich ruhig, hat einen sehr geringen Rückstoß, dadurch, dass sie ja so ein hohes Gewicht hat. So, und alles in allem, ich glaube, das war's. Das wird es wahrscheinlich auch vorher erstmal, bis auf vielleicht ein bisschen schießen. Ich nehme heute die GoPro mit auf den Stand
Und dann werde ich die Shadow 2 vielleicht, wenn ich dazu komme, auch nochmal Probe schießen und das auf die GoPro mit aufnehmen, dass wir ein bisschen Material dafür haben. Und ich glaube, da wird noch die eine oder andere Kanone dabei sein. Eine SFP 9 haben wir, glaube ich, heute mit dabei. Mal gucken, vielleicht hat der andere Kollege seine Walter PPQ jetzt gekriegt. Wir schauen mal. Kommt also ein bisschen was Neues mit rein. Ich hoffe, das Video ist eine kleine Hilfe für diejenigen, die halt noch so ein bisschen mit sich zaudern. Ob Shadow 2, SP01 und so weiter. Also ich kann wirklich, selbst für diejenigen, die relativ kleine Hände haben, die Shadow 2 eigentlich empfehlen. Aber ich sage immer dazu, probiert es bitte selber aus. Ansonsten lauft die Gefahr, dass sie vielleicht nicht passt. In diesem Sinn, hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gefallen euch meine Videos? Geile Sache. Ich hoffe, euch gefällt auch mein Kanal. Ich stelle ja viele Informationen bereit. Wenn euch das alles gefällt, bitte abonniert mich, liked mich, shared mich. Nur so können meine Videos verbreitet werden. Und damit auch die Botschaft in den Videos, wie geil unser Skisport doch ist, transportiert werden. Und wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, unten findet ihr Links, patreon.com und per PayPal. Ich würde mich freuen.